Ja, moin, willkommen im Max Beach Shop. Hier heute im Video, da warten wir schon Ewigkeiten drauf. Dieses Carset gegen dieses Carset. Ja, Klapperkiste gegen Klapperkiste. Ich habe es angekündigt, schon ein bisschen länger her. Leider ist das Video ein bisschen aufwendiger, wie der andere Scheiß, den ich immer drehe. Deswegen habe ich gedacht, da ist mein Team. Von wegen links, dein Team. Links, deine Mutter ist ein Team. Links von dir steht Manni. Das ist hier sein Carset. Der fährt hinterher. Er versucht mit seinem 1.8T da hinterher zu kommen. Dann kommt der Max. Moin. Da ist die Kamera im Kofferraum. Die filmt das Video von vorne. Vorteil ist, die Autos sind so schnell, die das Rennen fahren. Da kommst du gar nicht hinterher. Dann kommt meine sehr geehrte Frau, die Hallo. Tine. Die fährt den Käfer. Auch genannt in Fachkreisen Turbo-Tine. Die macht die alle platt. Die hat da keine Probleme mit. Die Frau, die hat da drauf. Guck, seht ihr, das ist das. Die Renngene in ihrem Gesicht. Ist sie weg? Ja, scheißegal. Naja, und Kamera macht Björni. Björni für mich. Da ist der Björni. Moin. Guten Tag. So. Ne? Gut, einmal wieder Kamera zurück. Ja. 26 PS. Klappstuhl. Pure gegen 34 PS. Stein. Ne? Purer Hass. Ja. Aber müsste eigentlich funktionieren. Also beide Autos werden öfters mal gefahren. Ja, der Käfer nicht so oft, aber Tabi schon. Aber der Käfer hat auf jeden Fall gestern Abend durchgehalten. Oder wird er wahrscheinlich auch heute durchhalten. Beschleunigungswerte von hier des Bösen. Du kriegst da Angst, Panik in den Dingern. Wenn du da drin sitzt. Vor allem die fahren immer richtig geradeaus. Aber das läuft. Definitiv. Ja, wir fahren gleich zu unserer Rennstrecke. Ist abgesperrtes Testgelände oder auch nicht. Das wissen wir nicht, aber für euch ist es abgesperrt. Ja, wenn der Treibi gewinnt, ist es auch ein Überholvorgang. Das ist abgesperrt, egal was die anderen sagen. Ganz genau. Ja, wir braten rüber. Aktuell haben wir ein bisschen Nebel. Wir hoffen, dass hier ein bisschen Licht ist. Das Problem ist, wir wohnen in der Nordsee. Ein bisschen Nordsee Nebel. Ist das Wetter immer sehr bestuhlt. Sonst wäre ich denn noch zensiert hier auf YouTube. Ja. Reden mich doch noch über. Ja, egal. Wir braten jetzt rüber und dann geht das weiter. Das wird ein episches Rennen. Ich werde staunen, was diese Geschwindigkeit hier. Ach so, Höchstgeschwindigkeit ist ein episches 90 km/h. Schneller fahren wir damit nicht. Gut, weil der darf auch nur 90 fahren an der Stelle. Highspeed Adrenalin rauf. Pass mal auf. Das ist das. Bäh! Jetzt live. Hier ist hier die Tribüne. Das Publikum jubelt. Einer davon, der fängt schon auf den Boden zu pissen. Das ist übrigens der hier Eckbert Ziegel. Wir sichern jetzt erstmal die Heckklappe für den Kameramann, damit sie ihm nicht in die Fresse schlägt. Ja, das ist halt, so ist er bei uns in Norddeutschland. Wenn das funktioniert, ja, hast recht, das ist original so. Die Autos sind schon warm gelaufen. Ich erkläre mal eben, wie das Startsignal funktioniert. Komm mal hin. Wenn wir keine Startuhr hier, dann heißt, das startet es folgendermaßen. Auf die Plätze, fertig, los, Abfahrt. Dreimal, nur. Ganz einfache Geschichte. An die Fachasse! So, das sind die beiden Kontrahenten. Der Käfer gegen den Trabant. Geht dann wohl auch gleich los. Thank you.
Band beschleunigt immer noch, nur mal so. Ja, oben drum kommt der Käfer. Auto von vorne. Sü. Der Käfer hat gewonnen. Ja, der Käfer hat gewonnen. Ah ja, ne? Bisschen. Und das ohne eigenen Tochter. Unterm Strich. Dieses Castell hat gewonnen. Das Castell hat verloren. War aber knapp. Also 90 war Höchstgeschwindigkeit angegeben. Wir Wenn ich meine fachmännische Meinung da mal eben eingreifen dürfte, das liegt 100%ig daran, dass hier Nasen drin sind. Ja, stimmt. Und die stören den Luftstrom und deshalb hat dieses Kfz gewonnen. Ich habe gestern Abend den Dachträger drauf gepackt, weil ich transportieren wollte. Wahrscheinlich alles nur Aerodynamik. Ja. Ah, naja, man ist ja ein schlechter Verlierer, ne? Das ist ja eh eine Aerodynamik wie ein Backstein. Auch meine schlechten Reifen und ne und alles. Ja. Alter, das Ding hat eine Aerodynamik wie ein Backstein. Ja, echt. Das Ding ist ein Backstein, das ist auch so schnell. Naja, egal. Auf jeden Fall, Trabi war bis 60 vorne, ungefähr. Und danach war vorbei. Dann kam der Käfer, hat ihn geholt. Er hat ihn gefressen. Ah, da. Der hat ihn richtig reingezogen, sein Boxermotor. Naja, Fazit, also, ihr fahrt einen Trabi. Ne? Macht kein Rennen gegen einen Käfer. Verliert ihr. Da verkackt ihr. Auch wenn eine Frau am Steuer ist. Scheißegal, wer das Ding fährt. Und ich sag ja, Turbotine regelt das. Aber würde ich sagen, dann hier bis zum nächsten Mal bei Max Speed Shop und so. Ähnliche Videos kommen noch mal, weil eigentlich ist das ganz lustig, ne? Definitiv. Ja, drin gehauen, ne? Hanna, sagst du tschüss? Tschüss. Hör zur Kamera.